Straftagen am 29. November haben bisher unbekannte Täter in der Nähe von Essen den Großkaufmann Theo Albrecht entführt. Der schwerreiche Aldi-Chef in der Hand skrupelloser Gangster. Für die junge Republik ein einmaliger Fall. Dass sowas hier möglich ist, das kannten wir ja bis dahin nicht, solche Entführungsfälle. Und das war schon ein Schock für die Öffentlichkeit. Die Entführer haben 7 Millionen Mark Lösegeld gefordert, die höchste Summe, die je auf der Welt verlangt wurde. Wir sind eigentlich zuversichtlich. Wir sind der Meinung, dass es den Erpressern letztlich ja darum geht, das Moos zu bekommen. Das verschwundene Lösegeld wird sich nicht in Luft aufgelöst haben. Die Täter werden es versteckt haben. Es ist Montag, der 29. November 1971. Im Industriegebiet der Stadt Herten, auf dem Parkplatz der Hauptverwaltung der Aldi KG, Lebensmittelkette, stehen nur noch vereinzelt Fahrzeuge. Es ist 18.20 Uhr. Der Inhaber des 3 Milliarden Umsatzunternehmens, Theo Albrecht, 48, will seinen Heimweg nach Essen-Bredeney antreten. Spektakulär war einfach, dass man da eine Persönlichkeit hatte, die eben sehr, sehr erfolgreich war, sehr, sehr viel Geld hatte, aber eigentlich in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt war. Und dass es trotzdem gelingen konnte, so jemanden zu entführen. Die unbekannten Superreichen. Die Erfolgsgeschichte von Aldi ist das Werk von zwei Brüdern. Karl Albrecht und sein 4 Jahre jüngerer Bruder Theo. Aus dem elterlichen kleinen Geschäft hatten sie in den 50er Jahren den größten Discounter des Landes geformt. Anfang der 60er teilten die Brüder das Unternehmen. Theo wurde Chef von Aldi Nord mit der Hauptverwaltung in Herten. Die Entführung traf einen Mann, der komplett ohne Statussymbole auskam, dem jeder Luxus zuwider war. Sie haben 3 Anläufe gebraucht, um ihn zu entführen, weil sie tatsächlich sich beim ersten Mal nicht getraut haben. Und sie sich dann auch gar nicht sicher waren, ob er es wirklich ist, weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass jemand, der so viel Geld besitzt, so unscheinbar daherkommt. Also, dass er ohne Fahrer unterwegs ist, dass er in einem vergleichsweise unspektakulären Auto unterwegs ist und haben sich deswegen den Ausweis zeigen lassen, um sicherzugehen, dass sie wirklich den richtigen haben. Sie hatten den richtigen. Und für Theo Albrecht begann ein Martyrium. Wenn Menschen entführt werden, durchlaufen sie verschiedene Phasen. Am Anfang gibt es erstmal eine Schrecksekunde. Man glaubt, im falschen Film zu sein. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Was passiert hier? Nach dieser Schrecksekunde kommt dann eine Art Schockzustand. Man realisiert, das ist jetzt kein Spaß, das ist bitterer Ernst. Und das führt dazu, dass dann natürlich der Körper sehr schnell in eine Art Überlebensmodus schaltet. Also erstarrt man und diese Erstarrung ist wie ein Todstellreflex in der Annahme und Hoffnung, wenn ich jetzt alles das tue, was die Täter von mir verlangen, komme ich hier unbeschadet raus. Die Entführer fuhren, immer mit vorgehaltener Pistole, in dem Wagen von Theo Albrecht über Umwege nach Recklinghausen-Resse. Dort wechselten sie die Autos. Albrechts Mercedes blieb dort stehen und wurde am nächsten Tag von Passanten entdeckt. Eine Irrfahrt durchs Ruhrgebiet begann, bis sie gegen 21 Uhr an ihrem Ziel angekommen waren. Die Nacht verbrachten sie in einer Garage in einem Düsseldorfer Vorort. Theo Albrecht sollte auf keinen Fall herausfinden, wo er sich befand. Wenn ein Mensch gefesselt wird, verliert er jegliche Kontrolle. Seine Persönlichkeit wird schutzlos preisgegeben. Man ist absolut hilflos und gleichzeitig hat man natürlich große Ängste, weil nicht einzuschätzen ist, was passiert jetzt. Geht das Ganze gut aus oder bin ich möglicherweise in Lebensgefahr? Zu Hause in Essen-Bredeney wurde Silly Albrecht langsam unruhig. Sie machte sich Sorgen. Ihr Mann kam nie zu spät.
Wir haben Ihren Mann entführt. Machen Sie sich keine Sorgen. Es geht uns nur ums Geld. Keine Polizei, keine Presse. Sie hören von uns. Die erste Prominentenentführung in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur, dass diesen Prominenten niemand kannte. Der zweifache Vater und Familienmensch Theo Albrecht hatte immer die Öffentlichkeit gemieden. Keine großen Auftritte, kein roter Teppich. Er und sein Bruder Karl blieben immer im Hintergrund. Die beiden Brüder wollten eben überhaupt nicht als Person in Erscheinung treten und haben ja eigentlich auch alles getan, damit sie eben nicht zu Entführungsopfern werden konnten, weil die keiner kannte. Da muss man erst mal auf die Idee kommen, die zu entführen. Das haben die von Anfang an gemacht. Also nicht nur, weil es unternehmerisch sinnvoll war, sondern tatsächlich, weil sie auch als Menschen so getickt haben. Also die haben beide überhaupt nicht dazu geneigt, zu viel Geld für bestimmte Dinge auszugeben. Zum Zeitpunkt der Entführung gab es schon über 600 Aldi-Filialen. Die Brüder hatten 1961 den Konzern in zwei Firmen aufgeteilt. Theo gehörten jetzt die Filialen im Norden und Karl die im Süden. Doch das wusste niemand in der Öffentlichkeit. Und das war der Familie nur recht. Es ging ja nicht um sie, es ging um den Erfolg der Aldi-Märkte. Und der kam. Aldi wuchs und wuchs. Weshalb kaufen Sie im Discounter? Ach, es ist manches viel billiger als woanders. Mhm. Und vor allen Dingen, es sind oft Sonderangebote. Ja, und dass das nicht so gut eingerichtet ist, stört Sie nicht? Nein, das stört mich eigentlich nicht im Geringsten. Schwere Zeiten für die genossenschaftlich organisierten kleinen Lebensmittelhändler. Mit den Preisen von Aldi konnte niemand mithalten. Naja, die waren schon sehr innovativ, auch wenn man da seine Witze drüber gemacht hat und über die Art, wie da gewirtschaftet wurde, dass es am Anfang keine Telefone in den Läden gab, dass die Kassiererinnen alles im Kopf rechnen mussten, weil man an der Ladenkasse sparte. Aber die Art, daran zu gehen, praktisch den Discount zu erfinden, das war natürlich schon eine große Innovation im Einzelhandel. Am Morgen des 30. November, nach einer qualvollen Nacht in der Garage, bringen die Entführer Theo Albrecht in die Graf-Adolf-Straße, mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Hier soll Theo Albrecht versteckt werden. Im Haus Nummer 45. Als Mieter, neben einer Bar noch Krankenkassen und Büros, hat dort ein Anwalt seine Kanzlei. Der besagte Anwalt ist Heinz-Joachim Ollenburg. Natürlich gibt es bei Rechtsanwälten genauso Ganoven wie in jedem anderen Beruf. Man sieht das ja auch bei denen, die da mit der Mafia oder den Großfamilien, die heute Berlin und das Ruhrgebiet verunsichern, zusammenarbeiten. Da sagt man auch immer, wie kann das sein, dass jemand, der studiert hat und der sich mit Rechtsfragen jahrelang intensiv beschäftigt hat, einer solchen Bande zu Diensten ist. Aber es ist halt so. Den anderen Täter, Paul Krohn, nennt die Szene Diamanten-Paule. Der Essener Oberstaatsanwalt Gerd Lindenberg ist für die Entführung zuständig. Man hat ihm zunächst diesen wüsten, in Anführungszeichen, Kopfverband abgenommen, hat die Augen nur leicht verklebt, hat ihm eine Brille aufgesetzt und ihn etwas fein gemacht und hat ihn dann in das Haus geführt und ist mit dem Aufzug hochgefahren. Am helllichten Tag. Völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit. Es gab damals so gut wie keine Kameraüberwachung. Es gab nicht Passanten, die vielleicht zufällig was gefilmt haben, was ihnen komisch vorkam. Also ich glaube, das ist aus heutiger Sicht, klingt es vielleicht absurd, den da mitten in der Stadt zu verstecken. Aber Anfang der 70er Jahre war das wahrscheinlich gar nicht so blöd. Diese Praxis besteht aus mehreren Räumlichkeiten, meine Herren, aus mehreren Arbeitsräumen. Das ist praktisch eine Wohnetage auch. Da befindet sich auch eine Küche und ein Bad,
eine Toilette und dann gibt es da ein Hinterzimmer und in dieses Hinterzimmer ist dann Albrecht geschafft worden. In der Küche bewahren die Entführer Lebensmittel auf, mit denen sie ihr Opfer versorgen. Und es gibt einen Zugang zu Theo Albrechts Verlies, einer kleinen Nische hinter einem Wandschrank. Für ihn beginnt ein ungewisses Warten. Die Entführer zwingen ihn, Briefe zu schreiben. An seine Frau, an die Polizei. Das Nervenspiel beginnt. Die Briefe werden im ganzen Ruhrgebiet aufgegeben. Meistens als Einschreiben oder Eilbrief mit dem Vermerk, auch in der Nacht zustellen. Trotzdem schöpft niemand bei der Post Verdacht. Nur Theos Frau weiß, was diese Briefe sind. Lebenszeichen. Liebe Silly, ich möchte dir hiermit besonders bestätigen, dass es mir gut geht und dass ich gut behandelt werde. Liebe Silly, ich bitte dich auf keinen Fall, die Polizei zu verständigen und auch nichts zu veröffentlichen. Die Bedingungen meiner Freilassung werde ich dir noch berichten oder mich mit unserem Anwalt in Verbindung setzen. Viele herzliche Grüße, dein Theo. Die Täter kennen sich mit Psychotricks aus. Sie versorgen ihr Opfer anständig, spielen ihm Nähe vor. Und er darf seiner Frau fast täglich schreiben. Liebe Silly, ich kann dir heute wiederum mitteilen, dass ich sehr gut behandelt werde. Man ist sogar außerordentlich aufmerksam in allen Dingen. Ich bin auch tadellos untergebracht. Es ist gar nicht so unüblich für Entführungen, denn das Opfer ist das einzige Druckmittel, das die Täter haben. Und wenn dem Opfer etwas geschehen sollte, haben sie natürlich keinerlei Grundlage mehr, irgendwelche Forderungen nach Lösegeld zu stellen. Das heißt also, die Täter versuchen schon, das Opfer gut zu behandeln, dass es schlafen kann, etwas zu essen, zu trinken hat, weil es letztendlich das Kapital der Entführer ist, mit dem sie arbeiten. Die Reichen und die Superreichen. Durch dieses Buch waren die Täter überhaupt erst auf die Idee gekommen, Albrecht als Entführungsopfer zu wählen. Es war kurz vor der Tat erschienen und berichtete von dem großen Vermögen der Aldi-Brüder. Die Täter seien offenbar davon ausgegangen, dass er und Karl Inhaber der Firma gewesen sei, einer Firma gewesen sei, dass es sich um eine Firma handle. Sie hätten sich, wie er den Reden hätte nehmen können, aus dem Buch die Reichen und die Superreichen informiert. Spaß muss der Mensch haben. Der Autor des Buches war der junge Wirtschaftsjournalist Michael Jungblut. Na, ich war ziemlich perplex, dass das Buch zu solchen Folgen führte. Ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt, nämlich dass es in die Politik reinwirkt. Und damals eine aktivere Vermögenspolitik zugunsten der Arbeitnehmer betrieben würde, aber dass Entführer auf die Idee gebracht würden, auf ihre Art Vermögensumverteilung zu machen, das hatte ich mir natürlich nicht im Traum vorgestellt. Das fand ich als Autor natürlich nicht so sehr angenehm, den Gedanken. Niemand ahnte, was sich hinter der unscheinbaren Fassade des Bürohauses abspielte. Auch nach Tagen hatten die Täter noch keine Forderungen gestellt oder eine Lösegeldsumme genannt. Liebe Silly, leider kann ich dir heute noch nicht schreiben, wie es mit meiner Freilassung ablaufen wird. Morgen oder spätestens übermorgen rechne ich damit, dir alles Nähere mitteilen zu können. Ich will dir nochmal sagen, dass ich es für richtig halte, dass die Polizei nichts erfährt. Es wäre für mich auf jeden Fall nachteiliger. Die Gäste am Freitag bestelle doch bitte mit einem glaubwürdigen Grund ab. Krankheit, Reise. Ich habe den Brief gelesen, musste dabei schmunzeln, weil der Brief wirklich sehr authentisch, sehr ehrlich ist. Er ist ganz unaufgeregt. Theo Albrecht hat quasi seine Frau auch noch beruhigt, dass alles gut wird. Er macht sich ja auch Gedanken darüber, Ausreden zu erfinden, warum er sich nicht mit Freunden trifft, dass er verreist ist, möglicherweise erkrankt ist. Das heißt also, er hat zu jedem Zeitpunkt seine eigene Situation reflektiert, bewertet, hat
quasi schon über das Ende hinaus gedacht, dass am Ende dann wieder alles gut wird, und hat seiner Frau im Grunde genommen dann schon die entsprechenden Empfehlungen gegeben, was sie tun sollte, damit diese Entführung gut ausgeht. Am 6. Dezember wurde in Düsseldorf zum ersten Mal über die Höhe des Lösegelds gesprochen. Nachdem die Täter Paul Krohn und Heinz-Joachim Ollenburg bislang nicht über Geld reden wollten, ging Theo Albrecht in die Offensive und bot ihnen von sich aus Geld an. Die Täter ließen sich auf Verhandlungen ein. Zwischen den Entführern und Albrecht ist um dieses Lösegeld bzw. um die Höhe des Lösegelds regelrecht gefeilscht worden. Albrecht hatte von sich aus, wie man später erfuhr, 100.000 Mark angeboten, worüber die nur gelacht haben. Als er dann bei 500.000 Mark soll Ollenburg, der Rechtsanwalt Ollenburg, gesagt haben, wissen Sie was, diese Zahl lässt sich hervorragend multiplizieren. Und so sind sie dann auf 7 Millionen gekommen. Und da haben die beiden Jungs wohl gedacht, naja, damit können wir leben. Insofern war Albrecht auch in der Hinsicht offenbar ein sehr guter Verhandler, was er ja auch gegenüber seinen Lieferanten und so weiter immer bewiesen hat, die ja auch ordentlich im Preis gedrückt wurden. Und die Fähigkeiten, die er da entwickelt hat, die hat er offensichtlich in seinem Entführungsfall auch. Nämlich Nähe aufbauen und die Leute daran hindern, dass sie einen möglicherweise umbringen. Sieben Millionen D-Mark. Die höchste bisher geforderte Lösegeldsumme weltweit. Die Täter diktierten Theo Albrecht die Konditionen seiner Freilassung. Am siebten Tag der Entführung erhielt die Familie endlich genauere Instruktionen. Liebe Celie, heute kann ich dir die Bedingungen meiner Freilassung nennen. Wir haben uns auf die Zahlung eines Lösegeldes in Höhe eines Jahreseinkommens geeinigt. Die 7 Millionen D-Mark sollen wie folgt eingeteilt sein. 1 Million in 100 D-Mark-Scheinen, 3 Millionen in 500 D-Mark-Scheinen und 3 Millionen in 1000 D-Mark-Scheinen. Zusätzlich forderten die Täter nach der Lösegeldübergabe einen Vorsprung von 24 Stunden. Doch das viel größere Problem: Woher sollten die Albrechts in so kurzer Zeit so viel Geld bekommen? Wir haben bei unseren Recherchen den alten Tresor gefunden, wo die tatsächlich ihr Bargeld gelagert haben. Und es gab eben von Anfang an immer das Streben, unabhängig von Banken zu sein. Und sie sind ja in dieser Phase des Unternehmens, was aber auch noch lange angehalten hat, extrem expandiert. Das heißt, sie brauchten tatsächlich immer Geld und Liquidität. Und die hatten sie eben. Und die hatten sie auch bei sich und konnten deswegen eben relativ problemlos wahrscheinlich dieses Lösegeld bezahlen. Im Essener Polizeipräsidium arbeitete derweil die 160-köpfige Ermittlungskommission rund um die Uhr. Nach 10 Tagen, am 10. Dezember, gingen die Ermittler an die Öffentlichkeit. Wir haben nun unsere Ermittlungsmaßnahmen getroffen. Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir aus taktischen Gründen Einzelheiten nicht berichten können zur Stunde. Naja, also ich glaube, dass es damals, Anfang der 70er Jahre, natürlich noch sehr viel einfacher war, quasi eine Nachrichtensperre zu verhängen. Eben einfach, weil die Kommunikationsmittel limitiert waren. Man konnte nicht Unterlagen mal eben per E-Mail weiterleiten an interessierte Kreise. Man hatte keine Mobiltelefone, man hatte kein Internet. Also insofern war es vergleichsweise einfacher, die Informationen wirklich nur da zu halten, wo sie bleiben sollte. Doch am 10. Dezember war es mit der Ruhe vorbei. Die Zeitungen Essens, die seit Tagen von dem Verbrechen wussten, hatten 10 Tage geschwiegen. Jetzt gab es Extrablätter. Eine wilde Spekulation jagte die andere. Doch auch echte Interna gelangten jetzt nach außen. Die Zeitungen druckten Sonderausgaben. Die Entführung war für sie die Geschichte des Jahrzehnts. Der Druck stieg. Es gab kaum noch ein anderes Thema als die Frage, wo wird Theo Albrecht gefangen gehalten?
In der Hoffnung, auch nur die kleinsten Informationen zu erhaschen, lauerte die Presse Tag und Nacht vor der Albrecht-Villa in Essen-Bredeney. Unser Verhältnis zur Familie ist, möchte ich sagen, aufgrund der merkwürdigen Presse, dieser sensationell aufgemachten, teilweise sensationell aufgemachten Presseveröffentlichung etwas gestört. Die Familie ist naturgemäß sehr bedrückt durch die lange Zeit, sicherlich auch physisch und psychisch in etwas schlechter Verfassung. Aber ich möchte sagen, die Leute nehmen das mit einer bemerkenswerten Haltung und sind bemüht, nach außen hin jedenfalls senkrecht zu bleiben. Die beiden Täter sind natürlich irritiert dadurch, dass die Öffentlichkeit plötzlich so informiert ist. Auch sie hatten den Wunsch im Grunde genommen, hier komplett alleine, unerkannt aus der Situation herauszukommen. Denn sie müssen ja auch befürchtet haben zu der damaligen Zeit, dass es Neider gibt, dass es Konkurrenten gibt, dass sie erkannt werden und dann andere wie Schmarotzer etwas von dieser Beute, die sie unter enorm hohem Risiko dort bekommen haben, etwas davon abhaben wollen. Und noch am gleichen Tag ging die Familie in die Offensive und bat Aktenzeichen XY ungelöst zu helfen. Am 29. November haben bisher unbekannte Täter in der Nähe von Essen den Großkaufmann Theo Albrecht entführt. Die Familie des Großkaufmanns konnte über einen Mittelsmann mit den Tätern Kontakt aufnehmen. Dieser Mittelsmann ist bereit, das geforderte Lösegeld zu übergeben. Da die Verbindung mit den Tätern in den letzten Stunden zusehends schlechter geworden ist, hat uns die Familie Albrecht gebeten, den Tätern, die diese Sendung heute Abend sicher sehen werden, folgende Nachricht zu übermitteln. Bitte bleiben Sie weiterhin mit dem Vermittler in Verbindung. Dieser wird niemanden über den Übergabeort und Zeit unterrichten. Nach Rückgabe des Entführten soll Theo Albrecht 24 Stunden bei dem Vermittler verbleiben. Dadurch sind Verfolgungsmaßnahmen für diese 24 Stunden ausgeschlossen. Bitte handeln Sie bald. Zu der damaligen Zeit wurde ein unabhängiger Vermittler eingesetzt, um das Opfer letztendlich zu schützen, um die Täter in Sicherheit zu wiegen. Denn ihr Ziel war es ja, unerkannt zu fliehen mit der Beute. Und ein unabhängiger Zwischen- oder Unterhändler ist dann erstmal nicht so bedrohlich, gefährlich, wie es möglicherweise die Polizei aus Sicht der Täter sein könnte. Der Essener Ruhrbischof Franz Hengstbach hatte sich als unabhängiger Vermittler zur Verfügung gestellt. Die Familie von Theo Albrecht nahm das Angebot des Geistlichen dankbar an und schließlich gingen auch die Entführer darauf ein. Nun erhielt auch das Erzbistum in Essen einen Brief von den Entführern. Hochwürdiger Herr Dr. Hengstbach, telefonisch haben wir erfahren, dass Sie in dem Fall Albrecht vermitteln wollen. Wir möchten niemanden, auch nicht Sie, anrufen, weil wir mit einer Fangschaltung der Polizei rechnen. Sie müssen uns Ihr Wort darauf geben, dass Sie nicht durch Polizei oder Presse verfolgt werden. 24 Stunden nach der Geldübergabe ist Herr Albrecht frei. Manchmal kann es sein, wenn die Entführer nicht mehr direkt mit der Polizei reden, sondern mit irgendjemand, der von der Kirche zum Beispiel kommt und wo man sagt, na ja, der wird uns wahrscheinlich dann nicht ans Messer liefern, dann ist das sicherlich für die Entführer irgendwie so eine Art Beruhigungspflaster, dass man denkt, da bin ich dann auch selber ein bisschen durchgeschützt. Ollenburg und Krohn griffen aber auch zu sehr ungewöhnlichen Mitteln. Sie schrieben einen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten von NRW, Heinz Kühn, und beschwerten sich über den Umgang mit ihnen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es ist völlig absurd zu glauben, Theo Albrecht würde ermordet werden. Es geht ihm weit besser als denen, die sich um sein Leben sorgen. Theo Albrecht wäre längst frei, wenn nicht Polizei und Presse die Finger dazwischen hätten. Wir möchten, dass Theo Albrecht noch vor Weihnachten bei seiner Familie ist. Gezeichnet Dr. Meyer, nicht der frühere Ministerpräsident. Ja, ich glaube, anders kann man es gar nicht bezeichnen, dass
sie plötzlich glauben, dass sie Rechte hätten, dass sie auf ihre Belange Rücksicht genommen werden muss und so weiter, ist bei zwei Kriminellen natürlich schon etwas merkwürdig, dass man sich beschwert, dass man nicht pfleglich genug mit ihnen umgeht. Da muss man wirklich schon irgendwo leicht gestört sein. Dieser 14. Tag der Entführung Theo Albrechts bringt also im Grunde genommen nur eine wichtige Neuigkeit. Der Millionär scheint wohlauf zu sein. Eine beruhigende Nachricht, nachdem ja gestern schon Mutmaßungen laut wurden, das Leben Theo Albrechts sei vielleicht schon ausgelöscht. Auch heute wieder wurden Gerüchte laut, dass der Zeitpunkt der Übergabe des Geldes und der Freilassung Theo Albrechts sehr nahe gerückt sei. Aber das sagt man ja schon seit ein paar Tagen. Noch also ist offen, wann das stattfinden wird, genauso wie offen ist, was die Polizei bisher an Ermittlungen hatte und wer die Täter sind. Nach 14 Tagen Gefangenschaft, eingesperrt hinter dem Wandschrank, glaubte Theo Albrecht, dass seine Freilassung unmittelbar bevorstand. Die Umstände der Geldübergabe schienen endlich konkret zu werden. Wieder diktierten die Täter Theo Albrecht einen Brief. Liebe Silly, dieser Brief wird vor meiner Freilassung wohl der letzte sein. Ich bin überzeugt, dass ich Mittwochabend wohl zu Hause sein werde, wenn alles so gemacht wird, wie ich geschrieben habe. Sorge bitte dafür, dass alle meine Anweisungen eingehalten werden. Liebe Silly, die Herren hier bestehen darauf, dass du bei der Geldübergabe mit im Wagen sein solltest. Sie sind einfach der Meinung, dass der große Geldbetrag das erfordert. Im Übrigen könnte Theo oder Berthold mitfahren. Ihr könnt ohne Sorge sein. Ich habe die Herren hier eine Woche lang kennengelernt. Auf die Forderung, dass seine Frau und die Söhne Theo und Berthold mit zur Geldübergabe kommen sollten, ließ sich die Familie auf Anraten der Polizei nicht ein. Zwischen Karl Albrecht und den Entführern fand am 14. Dezember ein Telefonat statt. Ab jetzt führte er die Verhandlungen im Namen der Familie. Und er ließ ein entscheidendes Telefonat von der Polizei mitschneiden. Nein, das geht nicht gleich. Ich muss Folgendes noch sagen, wenn Sie zuhören wollen. Ja. Ja, Ihr gedachter Weg ist nicht durchführbar. Wir können uns nicht frei bewegen, auch nicht mit Tricks. Schließlich einigte man sich. Die Geldübergabe sollte am 16. Dezember 1971 über die Bühne gehen. Die Entführer waren bester Dinge. Sie stießen sogar mit Theo Albrecht auf ein gutes Ende der Entführung an. 17 Tage war er in ihrer Gewalt. Am späten Nachmittag sollte die Entführung auf diesem Feldweg bei Ratingen-Breitscheid enden. Albrecht gegen das Geld. Um sicherzugehen, dass es sich wirklich um Theo Albrecht handelte, hatte sich Ruhrbischof Hengstbach Fragen aufgeschrieben, die nur Theo Albrecht selber beantworten konnte. Wo er zuletzt im Urlaub war, was sein Lieblingsessen ist. Der Micho hatte sich also diese 10 Fragen aufgeschrieben, da das Ganze aber im Dunkeln stattfand, hat er 5 Fragen, die er noch wusste, so gestellt. Und die wurden also richtig beantwortet. Damit gab er sich dann zufrieden. Ja, komm. Jetzt kannst du das Geld. Tatsächlich. Jeder hatte sein Wort gehalten. Und Albrecht kam gegen das Lösegeld frei. Ab dann waren die Täter auf der Flucht. Wie von ihnen gefordert, bekamen sie einen Vorsprung von 24 Stunden. So lange blieb Theo Albrecht in der Obhut des Bischofs, bevor er endlich zurück nach Hause durfte. Am Freitag, dem 17. Dezember, wird die Polizei offiziell von der Rückkehr Albrechts in sein Haus informiert. Wieder wird es von Journalisten belagert, Albrecht kommt unbemerkt über den Zaun im Garten. Und Theo Albrecht gibt sein erstes und einziges Interview. In welcher Verfassung sind Sie vorgestern entlassen worden? Also ich bin gesund, ich bin natürlich sehr, sehr müde, es hat mich ziemlich strapaziert. Hatten Sie während der Zeit der Gefangenschaft daran geglaubt, dass dieser Fall gut ausgeht? Also ich habe die Hoffnung nicht untergehen lassen. Haben Sie mit den Entführern Gespräche führen können über menschliche Dinge oder nur über die Tat? Ich habe praktisch kaum mit den Entführern gesprochen.
Theo Albrecht war wieder zu Hause, der Alltag nicht. Seine Frau erlitt kurze Zeit später einen Nervenzusammenbruch. Die werden wahrscheinlich nie darüber gesprochen haben, was das mit einem persönlich macht, wenn man da tagelang in so einem Kleiderschrank sitzt. Also die werden sich wahrscheinlich nie eingestanden haben, was sie für Ängste hatten, weil die so nicht gepolt waren. Man muss ja überlegen, wo die herkommen, aus welcher Familie die kommen, Nachkriegsgeneration. Also da war, glaube ich, wenig Platz für Gefühle und eigene Schwächen. Und dieses "Wie lebe ich weiter?" bestand bei der Albrecht-Familie daraus, noch mehr und noch strenger zu arbeiten und noch sozusagen mehr Energie in ihr Unternehmen zu stecken und eben sich abzuschließen vom Rest als Sicherheitsmaßnahme. Anschließend sind die beiden mit dem Lösegeld in die Wohnung des Kron gefahren und haben dort das ganze Geld auf einer Couch ausgeleert. Und das muss für Kron, wie er schildert, ein überaus bewegter Augenblick gewesen sein. So viel Geld, sagt er, so viel Geld, nicht wahr? Er konnte es jetzt noch nicht fassen. Aber wohin jetzt mit dem Geld? Die Lösung? Im Wald verbuddeln. In Plastikkanister und Tüten eingepackt, verschwand ein Großteil des Geldes noch in der gleichen Nacht im Waldboden. Paul Krohn brauchte allerdings auch Geld. Sofort. Um seine Schulden zu bezahlen. Bei Elektro Urban in Düsseldorf stand er noch mit 3000 Mark in der Kreide. Er hatte sich einen sehr teuren Fernseher geleistet. Den bezahlte er jetzt. Mit 500 D-Mark-Scheinen aus dem Lösegeld. Was er nicht wusste, die Polizei hatte die Nummern der Scheine notiert. Am nächsten Tag half der Zufall. Der Elektroverkäufer Urban hörte einen Tonbandmitschnitt im Fernsehen. Bei einem Telefonat mit der Familie Albrecht hatte Krohn vergessen, seine Stimme zu verstellen. Da handelt es sich zunächst einmal, meine Damen und Herren, um ein Gespräch zwischen einem Familienmitglied und einem der Entführer. Bitte hören Sie einmal zu. Wir können das Geld ja nur hier irgendwo im Kohlenpott in Empfang nehmen. Ja, ich... Nein, hören Sie zu. Und dann... Herr Dr. Meyer. Ja. Merken Sie denn nicht, dass wir den Bruder haben wollen und bereit sind, das Geld zu geben? Wissen Sie, Ihr Bruder verliert langsam die Nerven. Ich verstehe das. Er möchte gerne nach Hause. Ich verstehe das. Er kann nichts anderes tun als schreiben. Diese Stimme erkannte der Verkäufer sofort wieder. Das war doch Paul Krohn, der am Tag zuvor bei ihm seine Schulden beglichen hatte. Er verständigte sofort die Polizei. Das sind vielleicht kleine, aber entscheidende Fehler, die Täter begehen. Wenn ein Täter sieht, dass er im Grunde genommen seinen Tatplan fast vollendet hat, dann werden sie unvorsichtig, weil sie im Grunde genommen sich so sicher fühlen. Bis jetzt ist alles gut gegangen und dieses kleine Stück staffe ich auch noch. Und dann verlieren sie den Kontakt zu sich selber und sie können diese Rolle als Täter dann nicht mehr aufrechterhalten. In der Nacht zum 21. Dezember nimmt die Polizei Paul Krohn fest. In Düsseldorf als Diamanten-Paul bekannt, hatte er Schulden mit 500 Markscheinen aus der Lösegeldsumme bezahlt. Vernehmungen beginnen und am 23. Dezember erlässt die Staatsanwaltschaft eine Nachrichtensperre. Wir werden Verständnis dafür haben, dass wir aus taktischen Gründen Einzelheiten nicht berichten können zur Stunde. Doch die Ermittler wussten schon seit Tagen, wen sie suchten. Den Düsseldorfer Rechtsanwalt und langjährigen Bekannten von Paul Krohn, Heinz-Joachim Ollenburg. Der Kalender zeigt den 29. Dezember. Da stürmen Kripo-Beamte in die Kanzlei. Paul Krohn hat gesungen. Er bezichtigt Heinz-Joachim Ollenburg als Haupttäter der Entführung, der ihn mit 10.000 Mark abgespeist hat. Doch der Vogel ist ausgeflogen. Guten Tag. Ernst ist mein Name, Westdeutscher Rundfunk.
Die Herren der Kripo seien hier, ja? Ja, Moment. Darf ich mal einen Herrn sprechen, bitte, ja? Ja, ich bin ja selbst von der Kripo. Ich kann Sie leider noch nicht reinlassen. Ich habe keine Befugnis dazu, ja? Dürfen wir einmal die Tür aufmachen, dass wir uns einen Blick hier in den Raum haben? Das ist ja wohl sicherlich verboten. Ja? Gut. Machen Sie bitte einmal auf, wir kommen bestimmt nicht da rein. Nein, das würden wir auch nicht zulassen. Nein, das weiß ich. Sie würden dann schießen, ne? Schießen würden wir nicht, nein. Ja. Würden Sie jetzt bitte, ich lasse die Tür, machen Sie selber zu, gehen Sie bitte nach links weg ins Zimmer und dann mache ich die Tür zu. Sie können sich drauf verlassen. Ja. Nur damit wir etwas Bewegung sehen, ja? Sie auch bitte, ja? Ja, das reicht doch wohl so, ne? Ja, vielen Dank, Wiederschauen. Hier oben Schild Oldenburg. Über Ihrem Haus, in Ihrem Haus wohnt der Rechtsanwalt. Haben Sie davon schon gehört? Haben Sie überhaupt während dieser damaligen dramatischen Tage etwas gemerkt? Wir haben nichts davon gemerkt. Das Erste, was wir gemerkt haben, das war gestern Abend, als ca. 15 Kriminalpolizisten durch unser Haus in den Hauseingang gegangen sind und haben dann oben die Wohnung durchsucht. Doch Ollenburg fanden die Fahnder nicht. Er hatte die luxuriöse Art der Flucht gewählt. Im Reisebüro um die Ecke. Auf nach Mexiko, in den Nobelort Acapulco. Absolut gelassenen Eindruck. Er war weder nervös noch hektisch noch sonst irgendwas. War sehr nett und sehr charmant und wollte eben eine Urlaubsreise buchen. Ne? Sie hatten nicht den Eindruck, dass er auf der Flucht war, oder? Nein, gar nicht. Den Eindruck hatte ich keineswegs. Ich hatte nur den Eindruck, dass er eben, wie oft Kunden kommen, eine kurzfristige Reise buchen wollte und es deswegen eilig hatte, aber nicht irgendwie Fluchtgedanken hat. Erst am 1. Januar 1972 kehrt er, aus Mexiko abgeschoben, mehr oder weniger freiwillig zurück, mit seiner Begleiterin aus Wuppertal. Ollenburg hat heute Mittag ein Geständnis abgelegt. Was fehlt, sind die 7 Millionen Mark Lösegeld. Darüber schweigt der im Konvoi nach Essen zurückgebrachte. In Essen kam Heinz-Joachim Ollenburg in Untersuchungshaft. In etlichen Verhören versuchten die Kriminalbeamten, aus ihm herauszubekommen, wo er das Lösegeld versteckt hatte. Ollenburg schwieg. Erst nach 3 Wochen fing er an zu reden. Angeblich hatte er in Düsseldorf einen Teil des Lösegeldes in Kanistern in den Rhein geschmissen. Die Polizei ging der Aussage Ollenburgs nach, indem sie einen mit Papier gefüllten Kanister im Fluss treiben ließ. Keine einfache Aktion. Mehr als einmal indes verhedderten sich Boje und Kanister am Ufer, mussten sie die Beamten mit einem Bootshaken wieder befreien. Und mehr als einmal riss die Leine zwischen Boje und Kanister. Doch eines glaubt Essens Polizeipräsident Hans Kirchhoff aus diesem Experiment ersehen zu haben. Da der Kanister, ob schon mit Papier im Gesamtgewicht von ca. 12 Kilo beschwert, in etwa also dem Gewicht des Papiergeldes angepasst war, nicht Untergang, muss Ollenburg die Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit belogen haben. Nach der Finte mit dem Rhein war klar, Ollenburg führte die Polizei an der Nase herum. Ein Katz-und-Maus-Spiel um die Beute begann. Die Täter glauben schon, dann auch das perfekte Versteck zu haben. Darauf werden sie sehr viel Zeit investiert haben, weil es ja im Grunde genommen das Ziel dieser gesamten Tat ist, eine große Bargeldsumme zu haben, die dann auf Jahre, ein Leben lang im Grunde genommen unentdeckt bleiben muss. Die Verhöre gingen weiter. Anfang Februar konnte Ollenburg dem Druck nicht mehr standhalten und gab den Fahndern die entscheidenden Hinweise. Aber nur zu einem Teil der Beute. Nun, Herr Ollenburg hat im Verlauf der gestrigen Vernehmung 3 Geldverstecke angegeben. Wir haben Nachsuche gehalten und das Geld, soweit es jetzt sichergestellt werden konnte, gefunden. Ja, ein Wort zur Summe, die Sie gefunden haben, und wo war es überall versteckt? 2.813.000 D-Mark. Versteckt war das Geld einmal im Bereich Lindorf, zum anderen im Bereich Recklinghausen. Das Geld war teilweise in einem 5-Liter Plastikkanister, ferner in einem 5-Liter Metallkanister, zum anderen verpackt in Plastiktüten. Aber wo waren die anderen 4 Millionen? Paul Krohn blieb bei seiner Aussage, er sei mit 10.000 Mark abgespeist worden. Ollenburg habe das ganze Geld.
10. Januar 1973. Im Landgericht Essen begann der Prozess gegen Paul Krohn und Heinz-Joachim Eulenburg. Krohn hatte die Lacher im Gerichtssaal auf seiner Seite, als er von den Einzelheiten der Entführung berichtete. Bald wurde deutlich, der Drahtzieher und Kopf der Tat war Eulenburg. Er hatte sich sogar zwei Anwälte für den Prozess besorgt. Einer von ihnen, der Münchner Staranwalt Rolf Bossi. Und der suchte selbst das Rampenlicht und den Kontakt mit der Presse. Herr Eulenburg hat eine Art, ins Schwadronieren zu kommen. Und die Gefahr besteht natürlich, bei allem guten Willen und bei aller Klärung, die vorangegangen war, dass er sich selbst überlassen, wenn er erstmal wieder ins Reden kommt, irgendwie in seine alten Darstellungen zurückverfällt. Das Medieninteresse am Prozess war riesig. Dass da Pressekarten ausgeteilt wurden von der Verwaltung und dass uns nahegelegt worden ist, den Prozess eventuell in die Grugerhalle oder irgendwo hinzulegen. Und da habe ich aber gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir gehen hier nicht weg, wir bleiben hier im Schwurgerichtssaal. Es ist schon später Nachmittag, als ein Modell der Wohnung, in der Albrecht festgehalten wurde, in den Gerichtssaal transportiert wird. Mit mehreren Personen als Blickschutz, dann Theo Albrecht, auf dem Weg zu seiner Zeugenaussage. Herr Albrecht war ein sachlich und ruhig auftretender Mann, der auch sich nur mal sehr aufregte. Dafür hatte ich auch Verständnis, als der Angeklagte Eulenburg ihm da mehr oder weniger so unterstellen wollte. Es wäre ja alles nicht so schlimm gewesen. Der hat echte Angst gehabt, der hat um sein Leben gefürchtet. 23. Februar 1973. Urteilsverkündung im Landgericht Essen. Das Gericht verurteilte Paul Krohn und Heinz-Joachim Eulenburg zu je 8,5 Jahren Gefängnis. Die Untersuchungshaft wurde angerechnet. Noch fehlen rund 3,5 der 7 Millionen aus dem Lösegeld, von denen jeder der beiden Angeklagten behauptet, der andere hätte sie. Auch diese Methode ist keine Überraschung, ist keine Neuigkeit bei solchen Geschäften. Ja, es kann sein, dass die es irgendwo vergraben haben. Es kann aber auch sein, dass andere aus der Unterwelt ihnen tatsächlich abgejagt haben. Das Geld bis heute fehlt, spiegelt im Grunde genommen die damalige Zeit wider, dass man eben dort noch nicht die Möglichkeit hatte, Täter so genau zu beobachten, zu kontrollieren oder möglicherweise schneller zuzugreifen, wie das heute der Fall ist. Die Täter sind inzwischen gestorben. Doch 3,5 Millionen Mark bleiben verschwunden. Bis heute.